Ja, wo ist sie denn? Sie hat noch leichte technische Hemmungen. So jetzt muss. Wartet mal, ich stoppe mal noch diese Freigabe. Da sind noch welche im Badezimmer, lasse ich noch rein. Annabelle, guckst du ob, nach dem Badezimmer? Oder? Machst du mich als Co-Host? Ja, na, sehr gerne. Juhu! Jetzt. So. Herzlich willkommen heute, 19.07., zu den Fragen und zu den Antworten, die Frage- und Antwortrunde. Hallo Carsten, hallo Annabelle, hallo Juli. Wir haben ja jetzt eine ganz intensive Zeit miteinander verbracht. Ach, ich freue mich so auf heute Abend. Carsten, sag mal, wie geht's dir denn? Mittlerweile sind wir ja seit 2,5 Tagen wieder zu Hause, jeder. Also numerisch ja, inhaltlich noch nicht. Also ein Teil ist immer noch in Österreich für mir, glaube ich. Okay. Ja, für die, die es nicht wissen, wir haben eine Reise gemacht und wer eine Reise macht, hat immer viel zu erzählen. Ja, genau. Ja, wir waren bei der Volition, eine wundervolle Veranstaltung vom Verein W14, W14, wo wir Sponsor sind als Akademie und da haben wir 2,5 Tage, das ist am Freitag und das Wochenende verbracht und hatten so viele schöne Begegnungen. Carsten, was ist denn bei dir hängen geblieben? Große Hitze, viel laut, also Autobahn mit Anschluss zu einem Hotel oder was umgekehrt. Viele herzliche Menschen, also viele Österreicher, Schweizer gab es auch. Es gab auch ein paar Deutsche. Das waren die üblichen Verdächtigen, die sich nicht nehmen lassen wollten. Die haben auch den weitesten Weg nicht gescheut, um wieder an der Volition teilzunehmen. Also, ich bin immer wieder begeistert, ergriffen von den vielen, vielen schönen Begegnungen und den Blicken und von den herzlichen Erfahrungen, die sie uns mitteilen. Also es war Freude pur und das ging viel zu schnell rum, obwohl das sehr anstrengend war, weil es sehr dicht und sehr kompakt war. Also Michael sagte schon, das machen wir nicht mehr so, wir werden wieder den Halbstunden Pausentakt wieder einführen und es wird dann auch weniger Referenten geben. Also
Nach der Revolution, nee, nach der Revolution ist vor der Revolution. Okay, ich habe jetzt nichts gesagt. Die nächste Veranstaltung steht vom Termin her schon fast im November. Und ich hoffe, dass wir dann die Fehler, die wir gemacht haben, organisatorischer Art ausbügeln können und dann wieder eine schöne Veranstaltung für alle, die dann wollen, im November in Thüringen laufen lassen. Ja, es war wirklich eine schöne Zeit, auch sehr berührend. Also wenn ich jetzt die Ortrud sehe oder an Holger, das sind jetzt die, die ich so auf der ersten Seite sehe, die da waren, sicherlich noch einige mehr. Und ja, und die Seenwegbegleiter, die wir endlich mal knuddeln konnten, das war so, so schön. Die Barbara war da, die Petra war da. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Und das ist so schön. Ja, wie du sagst, war ein bisschen wenig Pause für die, um wirklich Begegnung zu haben. Aber doch, davor und danach am Abend und am Morgen hatten wir dann doch noch genügend Zeit. Ja, so ist es. Du, mir ging es auch so am Montag, war es wirklich so, da habe ich das mal zum ersten Mal wieder so richtig gespürt, dass ich körperlich anwesend bin, aber die Seele noch nicht da ist. 72 Stunden, die übliche Regel. 72 Stunden. Ja, dann ist gut, dass wir erst heute wieder vor die Kamera gehen. Genau. Ja, was machen wir heute Abend? Das haben wir schon gesagt. Fragen und Antworten. Gerne, gerne dürft ihr den Chat nutzen, eure Fragen hineinstellen. Ich habe ein Auge drauf und ich koordiniere es dann so ein bisschen, gucke, wann es reinpasst. Wer mag, kann die Hand heben und dann eben über den eigenen Lautsprecher, also über das Mikrofon, seine Frage stellen. Und dann gucken wir, was wir dazu wissen. Genau, wir machen so circa 1,5 Stunden, sollten dann noch Fragen offen sein. Dann haben wir zwei wundervolle Telegram-Gruppen. Juli, würdest du mal die Links reinstellen, einmal für neue Zeit-Chat und einmal so einen Erfahrungsaustausch. Das sind wirklich sehr lebendige Gruppen, vor allem auch der Erfahrungsaustausch. Da könnt ihr dann Fragen stellen zu den Mitteln oder auch zu irgendwelchen Themen oder Schuhen, die im Moment drücken und mal hören, was es da so zu berichten gibt. Genau. Ja, irgendwann in der Mitte wird man ein bisschen was erzählen, machen wir so einen Ausblickkasten, was dann noch so kommt dieses Jahr, oder? Ja, Machen wir so? so machen Okay, wir das. so machen wir das. Habe ich was vergessen? Ja, du bist Host und du bist Chef, das heißt, du hast Regie. Jetzt habe ich vorher gesagt, ich möchte Chef sein. Bist So, du's. super. Also, schön. Und ach, Daniela, wir haben uns gar nicht gesehen. Stimmt, du hattest ja keine Zeit. Du warst, glaube ich, im Urlaub. Okay. Ja, komm, Daniela. Du machst dein Mikrofon noch an? Ah, hallo. Ja, hörte mich gut, weil ich bin halt auf dem kleinen Tablet unterwegs. Hört sie mich gut? Ja. Und funktioniert, ja. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe vor 2 Tagen auf meiner linken Brust eine relativ große Zyste entdeckt und war heute auch Sonografie machen und es ist alles gutartig, es ist alles in Ordnung. Nur wundert mich das jetzt, dass das auf einmal plötzlich aufgetaucht ist und auch auf der rechten Brust, wobei das sind, habe ich circa 30 kleine Zysten, die habe ich aber immer. Ja, und jetzt bin ich halt ein bisschen verunsichert und die Ärzte drängen zur Mammographie und ich finde die ja furchtbar, ich will die nicht machen, wollte ich noch nie. Ja, und jetzt denke ich mal, ob diese Zyste, diese große auf der linken Brust jetzt und die ist ja schmerzhaft, sowas hatte ich noch nie, was da eigentlich dahinter steckt. Und das macht mir diesmal wirklich ein bisschen unrund, obwohl er gesagt hat, heute ist alles in Ordnung. Was sagt mir die Zyste? Ja, keine Ahnung, das weiß ich. Für was die Zyste steht. Wofür steht die Zyste? Frage ich mal so. Ja, eben. Das kann ich da nicht sagen, keine Ahnung. Eine Zyste ist ein Wirklichkeitsraum, in der du deine Projektion ablieferst. Okay, das sagt mir jetzt aber auch nichts. Also, wen kannst du, wen darfst du, wen willst du nicht versorgen? Wer will deine Zuwendung nicht? Wer will deine Liebe nicht? Okay. Oder wer weist sie zurück? Kannst du mit den Fragen was anfangen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es Oder umgekehrt. Eigentlich lachen mich die anderen aus, weil sie mich dauernd. Oder weil, ja. Also welche mit an? Rückweisung hätte es jetzt, hätte es, würde es nicht in Verbindung bringen.
Dann frag dich umgekehrt, was steht bei dir unter Druck, was diese gerade genannten Themen anbetrifft, die bis dato keinen Ausfluss gefunden haben. Okay. Du hast gesagt, du hast 30 Zysten in der linken Brust. 30, circa 30 klein in der rechten. Also sie ist immer mit Zysten voll. Aber wie gesagt, vor 2 Tagen, also gefühlt so groß, ja, eine große Zyste. Okay, bist du Aber Mutter? die ist links. Bist du Mutter? Ja? Wie oft? Einmal? Aha. Weißt du was von Schwangerschaftsabbrüchen oder Schwangerschaftsabgängen? Naja, ein Jahr vor der Magdalena. Also da haben sie gemeint, es ist nur ein Hämatom, aber ich glaube, dass das in den ersten Wochen doch befruchtet war. Okay. Hast du mal Ritualarbeit gemacht mit meinen Mitteln? Und auch mit der Christina gearbeitet schon öfters, ja. Gut. Gab es da in der Ahnenlinie Mütter, Großmütter, die Kinder verloren haben? Naja, meine Großmutter hat sehr viele, vom mütterlicher Seite sehr viele verlieren lassen. Gut. Dann tauchen die jetzt alle in der Zyste, in jeder einzelnen Zyste auf. Boah, Also, okay. das gilt für dich. Versuch es erst im Alleingang. Wenn es nicht geht, dann bitte Christina nochmal um Hilfe. Damit Ja. du dir wirklich, ich will nicht sagen, jeder Einzelne anschaust, aber da ist ein massives Ausdrucksproblem, die noch nicht sichtbar sind. Die Zyste ist ein klassischer Hinweis darauf, dass dieser Wirklichkeitsraum jetzt platzt. Ja? Ich dachte eigentlich, mit der Endometriose hätte ich quasi die Kinder von meiner Oma schon. Naja, das ist nur ein Raum. Okay. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, was ja nicht der Fall ist, bleibt trotzdem ein Raum über die Brust hängen, die dann sozusagen den Versorgungsteil liefert, Milchproduktion. Ja, Schenken von Liebe, Schenken von Wärme, Schenken von Geborgenheit und die Bestätigung des Lebens. Christina, hast du noch einen Impuls? Daniela, wenn du anfängst, dich da mal selber reinzufühlen, dann lass von deinem geistigen Auge mal all diese ungeborenen Kinder erscheinen. Und ich habe auch das Gefühl, das sind einige. Und dann schenk ihnen das, was sie wollen. Sie wollen gesehen werden. Ja, sie waren ja schon fast, also sie waren unterwegs, sie waren schon angetreten. Ja, dann gib ihnen die Ehre und schau sie an und guck, was sie zu sagen haben und was sie zu zeigen haben. Und dann gib sie wieder frei. Kannst du damit was anfangen? Also du kennst mich ja schon. Es rührt sie noch nicht so viel bei mir, aber ja, schauen wir mal. Folge der Fährte. Wobei, das möchte ich gerne, dass du das zurücknimmst. Es rührt sich nicht so viel bei dir. Na, du kennst mich ja. Wenn das jetzt was ist, dann fließen bei mir gleich die Tränen und dann merke ich, boah, das ist genau der Punkt, aber das ist nicht Ist gerade so noch nicht so. meinte ich es, ja. In Ordnung. Ja, es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen ein anderer Rahmen. Es ist jetzt viel, viel größer. Ja, also wirklich die Zyste, die sammelt ja auch etwas an und es sammelt auch bei so vielen verschiedenen Stellen sammelt sich etwas an. Also du kannst dich auch mal wirklich fragen, was du ansammelst und was nicht abfließen kann bei dir. Ja. Das wäre auch nochmal Da was. Was darf ist halt genug an? da. Da ist Aha. genug da. Okay. Ja, geh auch mal genau dieser Fährte noch nach mit diesem Ansammeln und wo du es lassen kannst. Ja, genau, wo deine Ventile sind. Ich glaube, oder so wie ich dich kenne, es ist wirklich so viel da, was du an für sich gern geben möchtest und du findest aber keinen Empfänger. Ja, die Brust ist ja auch das Gebende, das Weibliche. Und vielleicht ist das auch nochmal was für dich. Okay, Ja? Dankeschön. Okay. Okay. Hast du noch Mittelchen zu Hause? Ja, jede Menge. Also das Machst du? Individualmittel, den Quellkomplex, den habe ich ja die letzte Woche gesprüht im Urlaub. Und dann, oh Gott, Alpha 5, Chakra, Weiblichkeit habe ich zu Hause. Wie viel hast du von Weiblichkeit und wie viel hast du vom Individualmittel? Warte mal. Boah. Das ist eine gute Sache, die zusammenzumischen. Gucken wir mal, ha? Also Ja. von der Weiblichkeit habe ich noch die Hälfte. Und Und das eigene? beim Individualmittel habe ich aber, weil du das letzte Mal erzählt hast, habe ich doch einige, die nur mehr
bis zu einem Viertel voll waren, dazu geleert. Aber da habe ich auch noch die Hälfte. Dann mach jetzt die Flasche voll mit Weiblichkeit. Das Individualmittel auffüllen. Okay. Genau. Und auch auf die Zyste nehme ich ansprühen, ne? Ja, und stopp bitte vor, bevor du das machst, einen Schuss Quellkomplex hinein. Quellkomplett, okay. Ja, den habe ich letzte Woche total gern gesprüht, ja. Ja, das gehört alles zusammen jetzt in dieser Konstellation. Ja, weil diesmal bin ich sehr unruhig wegen dem, ja. Ja, verstehe ich. Und Okay. der Quellkomplex, der hat es, glaube ich, jetzt nochmal gefeuert, dass es sich zeigt. Es war bestimmt schon da, auch diese Zyste, die jetzt so groß ist. Und der Quellkomplex hat es angeschoben. Also mach dann noch einen guten Schuss von dem mit dazu. Dann hast du nochmal ein ganz wertvolles Mittel für die nächsten Wochen. Okay, danke euch. Das zum Alchemist und machst dein Mittelchen. Ja, und bleib ruhig, Daniela. Genau, es gibt immer Möglichkeiten und Wege, okay? Danke euch. Danke. Danke. So, genau. Kurze Frage zum Reisen. Sprich Flügen etc. Ist man da auch erst wieder nach 72 Stunden vollständig? Ja, Ja. Anita, ich sehe das so. Ob das jetzt genau 72 Stunden sind, ja, ich halte mich immer nicht so an Zahlen, aber ich habe es jetzt wirklich tatsächlich erlebt. Es braucht wirklich seine Zeit und vielleicht so wie die Indianer sagen, lass dir deine Zeit und warte, bis die Seele wieder da ist und dann bist du wieder vollständig, genau. So, schönen Abend. Ach, aus Kroatien ist dann auch jemand im Urlaub oder wohnt da? Schön. Ach, Andrea, du hast immer so spannende Fragen. Die hören wir uns mal an. Und zwar, Andrea bezieht sich auf den letzten Themenabend. Kosmos. Carsten, wo bist denn du? Ah, da. Die, wo die Hand leuchtet. Ja. Genau. Was gehört zum Kosmos? Sonne, Mond und Sterne, Himmel, Materie, Fragezeichen. Und was davon war Gaia nicht wohlgesonnen? Das sind die Fragen, die ich auch schon gestellt habe. Die Eigendynamik der Materie, Fragezeichen. Das sind ganz viele Fragezeichen. Kannst du da nochmal was dazu sagen, Carsten? Also alles, was nicht materiell ist, ist Kosmos. Mater ist Gaia. Das ist das mütterliche Prinzip, deswegen heißt es Mater, Mutter. Und aus der Mutter schöpft sich die Materie, also alles, was wir anfassen können. Den Kosmos übrigens kann keiner anfassen. Ein Stern kann auch keiner anfassen. Es war noch niemand da oben, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Sonne hat auch noch keiner angefasst. Das sind alles Dinge, die sind Teil unseres Projektionsraumes. Der Kosmos ist der sichtbare Teil des Universums und darüber hinaus. Alles, was sozusagen nicht erdgebunden ist, ist Kosmos. Und das ist alles elektrisch und damit männlich. Ich glaube, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erklär mal. Also, ja, es ist ja so, durch das Wirken von Carsten und von mir und ja, all die Gespräche, die wir führen und all das, was wir an Rituale ausprobieren, haben wir auch jedes Mal ganz besondere Erkenntnisse. Und was wir jetzt gemerkt haben, also für uns, wir möchten gerade nochmal Gaia und Kosmos und dieses männlich-weiblich oder Vater, Mutter nochmal wirklich ganz speziell angucken und Carsten, da basteln wir ein Seminar draus, Ich was gehört. wirklich da, hast du gehört, oder? Was wirklich nochmal darum geht. Ich meine, man liest ja auch überall dieses männlich-weiblich, vor allem auch in sich zu ja, auszugleichen. Also ich will gar nicht sagen, zu ergänzen oder also dieser Ausgleich, das sind nicht 50-50, das heißt, ich gucke hier, dass ich mein 50% männlich ausgeglichen habe und mein 50% weiblich. Nein, es geht darum, das in mir in Harmonie zu bringen. Und es sind nicht 50-50, sondern es ist eben das, was ich zum Ausdruck bringe. Das kann vielleicht bei mir mehr weiblich sein und etwas weniger der männliche Anteil. Jedoch eben, alles ist in uns. Und wenn das in uns gleichermaßen also in Harmonie ist und sich dadurch ausdrücken kann, ja, dann können wir eben das auch viel besser nach außen zeigen und erleben auch ganz andere Dinge im Außen. Das ist uns beiden so aufgefallen, nachdem auch dieser neue Komplex auf dem Weg ist. Und mit dem arbeiten wir ganz viel und mal gucken, dann nehmen wir dann auch nochmal Gaia und Kosmos mit rein, oder? Sollten wir tun.
Noch sind wir in der Selbsterfahrungsrunde. Genau. Genau. So, ich mache jetzt mal noch eine lange Frage und dann schaue ich zu den Händen. So, also die Sarah hat ihrer Schwester dieses Einstiegsset geschenkt, also ein Wässerchen. Ich dachte, es wäre relativ unproblematisch mit Kinder- und Alpha-Komplex und das Einstiegsset Beweglichkeit. Genau. Nun kann sie sich nach zweimaligem Sprühen nicht mehr bewegen. Sie hatte schon einen Bandscheibenvorfall, konnte aber den Alltag gut bewältigen. Meine Frage dazu sind nun erstens, warum kommt es bei der Einnahme von den Mitteln zu extremen Verschlechterungen von Symptomen oder zu plötzlichen und heftigen Erkrankungen? Der Weg ist, da wurde etwas geweckt, was lange darauf gewartet hat, gesehen zu werden. Also das, was wir unter klassischen Erstverschlimmerungssymptomen verstehen, ist nichts anderes als der erste Hinweis darauf, endlich sieht sie mich oder endlich werde ich bemerkt. Und Hexenschuss, ich würde das Wort mal mit wörtlich nehmen. Welchen Schuss habe ich mir da eingefahren, von wem und warum? Ja. Das heißt, welche Verletzung drückt sich dort über meine Wirbelsäule aus? Wer hat mir da sozusagen in die Wirbelsäule oder in den Rücken geschossen, gestoßen, gestochen, was auch immer? Das sind alles Ereignisse, die haben wahrscheinlich wenig mit dieser Inkarnation zu tun, sondern das sind also häufig Erfahrungen, Erinnerungen, die sehr, sehr alt sind. Und in einem solchen Fall würde ich immer empfehlen, sehr schnell das Ritual anzufangen, um Antworten auf genau diese Frage zu bekommen. Wer ist denn das? Wer bist du? Und was willst du mir zeigen? Darin liegt ja der Wert dieser Wässerchen, dass wir nicht nur einfach in der, ja, in der Zielsetzung, wir sprühen jetzt mal und dann verschwindet. Nein, nein, so einfach ist das nicht, weil wir können zwar Wunder vollziehen, aber wir können nicht zaubern. Wir können nur einen eigenen Zauber wecken. Und der besteht darin, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Und wenn dann das Türchen auf ist, dann kommt da alles raus, was da bis dato versteckt war. Also Ritualarbeit mit dem Mittel, sprühen vor allen Dingen auf die Stellen, wo sich der Bandscheibenvorfall äußert und dann dort bei geschlossenem Auge die Aufmerksamkeit darauf richten und gucken, wer dann dort zum Vorschein kommt. Was kriegst du noch für eine Information? Also, sag deiner Schwester, dass sie wirklich auch dahin fühlen soll, was da noch drin steckt. Also sie ist im Alltag, schreibst du, ganz gut zurechtgekommen. Naja, ganz gut zurechtgekommen ist, glaube ich, mal so, also da war sowieso noch was aktiv, also ganz vorbei ist es wohl noch nicht gewesen. Und die Mittelchen, die zeigen, ja, die machen Türen auf, die lange verschlossen waren, und da kommt dann was raus. Also ich würde auch auf jeden Fall noch fragen, was da noch drin steckt, was bis heute drin steckt. Genau, die zweite Frage haben wir schon. Genau, was ist zu tun? Sie soll ein Ritual machen, soll sich darauf einlassen. Genau. So, drittens, gibt es sichere Mittel, mit denen man erstmal die Grundfesten stärken kann, ohne dass gleich ein Absturz kommt? Ah, okay, ich denke, das können wir so nicht sagen, denn weißt du, jeder ist so individuell und der Körper oder auch die Seele, die Psyche zeigt dann eben das, was dran ist. Ich kann dir kein sicheres Mittel nennen, denn was vielleicht für den einen ein sanfter Einstieg ist, kann für den anderen ganz anders sein. Wobei, ich weiß nicht, dieses mit dem Absturz. Andererseits finde ich, darf sie dankbar sein, dass sich was zeigt. Ja, wir haben so viele, die sagen, sie spüren nicht und sie kommen, oder manche, die spüren nicht und sie kommen nicht weiter, und bei ihr zeigt sich was. Also ich finde es sehr wertvoll. Was meinst du mit dem leichten Mittelkasten? Was auf den Punkt gebracht, es gibt nicht die Mittel, die sicher sind. Es gibt nur die Mittel. Und die Mittel haben einen Auftrag, nämlich sichtbar zu machen. Und wenn so eine Tür auf ist, dann geht es nicht mehr zu. Ja, das ist so. Du kannst das eigentlich nur steuern über die Frequenz. Das heißt, du vermeidest beispielsweise das Sprühen nur die Zunge, sprühst dann nur auf den Ort des Geschehens. Vielleicht nicht fünfmal am Tag, vielleicht nur einmal am Tag, dann dreimal. Bis du für dich im Modus gefunden hast, der dir verträglich erscheint, aber immer von dem Hintergrund, jetzt zeigt sich was und es ist jetzt mein Job, meine Aufgabe, dem Aufmerksamkeit zu geben. Sonst ist zwar der Geist aus der Flasche, aber er wird dann sich wiederum irgendeinen Eingang suchen in dir, um dich erneut
Sagen Sie mal, verstehst du es immer noch nicht? Hast du immer noch nicht geguckt? Vielleicht guckst du mich jetzt an. Also ich würde das mal metaphorisch sehen. Das, was sich da jetzt freisetzt, ist der Geist, der die Flasche verlassen hat. Und der möchte jetzt angeschaut werden. Und das geht, so wie wir es verstehen, nur über Ritual. Dann befrag ihn direkt und er wird dir Antwort geben. Aber wenn man die Türe dann kurzzeitig wieder zumacht, also ich kann euch versprechen, es wird eine andere Türe aufgehen und es wird sich. Also ich habe das bei mir erlebt. Naja, ich war schon so eine Meisterin, viele Dinge einfach von mir wegzuschieben. Ich wollte es nicht sehen und ich wollte schon gar nicht hören und ich habe dann irgendwie weitergemacht. Naja, und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass man dann, dass die Sachen dann die Hintertür genommen haben oder die Türe zur Waschküche. Also es kam immer irgendwo rein. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, all das, was sich zeigt und all diese Körper und das Leben, es ist ja für mich, es möchte mir ja etwas zeigen. Es ist nichts, was in mir ist, es ist nichts gegen mich, ja. Mein Körper möchte mich ja nicht ausnocken. Und als ich das verstanden habe, habe ich die Hinweise einfach anders annehmen können. Aber ich kenne das auch manchmal, gehe erstmal weg. So, nochmal, wir sind noch immer bei der gleichen. Ich hatte kürzlich selbst das Gefühl, bei der Einnahme von neuen Mitteln kurz davor zu sein, krank zu werden. Das wollte ich nicht. Und so sagte ich mir, dass ich bereit bin, alles anzuschauen, was es eben anzuschauen gilt. Ich bin nicht krank geworden. Geht es unter anderem darum, perfekt, um die Bereitschaft hinzuschauen? Ich muss sagen, noch mal gar nichts. Genau. Kann man diese Mittel überhaupt verschenken? Naja, hast du doch gemacht. Ich denke, ja, wenn du damit gute Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du sie verschenken, wenn der Gegenüber bereit ist, auch hinzuschauen. Und ich verschenke sie sehr gerne. Genau. Ich hoffe, wir haben das jetzt allumfassend beantwortet. So, aber jetzt, Martin, du hast schon bald ein Weilchen die Hand oben. Du darfst. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin ganz neu dabei, ihr kennt mich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen, also ich habe gehört, dass ich hier Fragen stellen kann und bei mir geht es um ein paranormales Phänomen, mit dem ich seit 3 Jahren so ein bisschen kämpfe. Also ich werde metaphysisch angegriffen. Angefangen hat es, dass ich also während Meditation gemerkt habe, dass mir was in den Nabel hineinsticht. Und ich habe das dann aber blocken können. Und dann ist das praktisch zum Herz gewandert. Das war dann wie so ein, wie so ein, wie so eine Hand oder so, die mein Herz massiert hat. Das war sehr unangenehm. Und ich habe dann mit der Meditation aufgehört, um ja, diesen, weiß ich nicht, Wesenheiten nicht den Zugang weiterhin zu ermöglichen. Aber trotzdem haben sich diese Phänomene dann weiter fortgesetzt. Ich habe immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert, die gegen schwarze Magie helfen, die teilweise geholfen haben, die dann aber auch wieder langsam ihre Wirkung verloren haben. Und so habe ich mich jetzt immer weiter mit neuen Möglichkeiten beschäftigt, schwarze Magie abzuwehren. Und bei mir ist die Situation so, dass ich seit 22 Jahren keinen Kontakt zu meiner Familie pflege. Und der Eindruck, den ich habe oder die Wahrnehmungen, die ich habe, sagen, dass die halt versuchen, dass sie möglicherweise jemanden engagiert haben, sei es jemanden mit besonderen Fähigkeiten, weiß ich nicht, Schamane oder Voodoo oder was auch immer, die diese Möglichkeiten nutzen, um, weiß ich nicht genau, mir dann auch Träume einzuspielen, während ich schlafe, die dann praktisch meine Familie in irgendwelchen besonderen guten Licht darstellen, so dass ich dann, sage ich mal, dazu, dass ich die Lust habe oder so wieder zurückzukehren oder so, dass ich denke, ah, jetzt fällt es mir ein, meine Familie war ja doch ganz toll oder so. Und aber da kann man mich halt nicht damit überzeugen, weil ich eigentlich schon eher sensibel bin und das relativ gut herausfühlen kann, was ist von mir selbst und was ist fremdgesteuert. Und ja, das Letzte, was ich jetzt gemacht hatte, das war, dass ich, also nochmal kurz zurück, ich habe da auch mal eine Fremdbesetzungsbefreiung gemacht, weil ich auch in der Arbeit das Gefühl hatte, dass ich nicht ganz ich selbst bin. Das wurde mir auch gesagt. Und
Ich bin dann aber auch gekündigt worden von dieser Arbeit und ich lebe mittlerweile im Ausland, auch um mich zu entfernen von dem ganzen Familiengeschichte und diesen Möglichkeiten, mich zu verfolgen oder ja, auf mich einzuwirken. Ist natürlich schwieriger, wenn man nicht genau weiß, wo ist derjenige oder der gibt sich nicht zu erkennen oder ist irgendwo anders, physisch weit entfernt. Und das Letzte, was ich gemacht habe, ist so eine Bodycode-Behandlung gemacht bei einer Kanadierin und die hat praktisch alte Verbindungen aufgelöst. Also sage ich mal, ja, Verstrickungen zu ehemaligen Partnerinnen oder Verstrickungen zu Freunden oder Familienmitgliedern. Und der Effekt, der dabei auftreten soll, das ist so eine Art, ja, wie Teflon wird, dass man praktisch keine anderen Angriffspunkte mehr hat für solche Einwirkungen, was auch relativ gut funktioniert hat. Ich habe dann auch wieder einen Job gefunden, hier im Ausland auch, aber auch dort bin ich jetzt nach 1,5 Monaten möglicherweise auch unter Einwirkung von diesen Geschichten vielleicht rausgefallen. Ich möchte jetzt nicht ganz darauf abschieben oder so, aber ja, ich habe dann zum Beispiel ja, im Wurzelchakra was gespürt, eben, dass da irgendwas rumort oder rumtut und ich konnte dann in einer Arbeitsumgebung, wo man einen neuen Job lernen muss, dann kann es dann schon dazu führen, dass man vielleicht dann ja doch das nicht die Erwartung erfüllen kann an den Arbeitgeber. Und also die Behandlung, die ist schon länger vorbei, das hat, sage ich mal, 6 Wochen oder so habe ich das gemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, einerseits ist es immer noch besser als vorher, aber möglicherweise stehe ich noch immer noch unter dem Einfluss von diesen Erscheinungen. Teilweise spüre ich sie noch, aber also ich denke mal, dass ich, also im Tagesgeschehen oder so, habe ich die Hand in der, also habe ich die Hand, die Oberhand, sage ich mal, über das, was ich machen möchte und habe auch, sage ich mal, ja, jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, dass ich eben wieder in ein anderes Land umziehen werde, was mir eigentlich schon lange ein Traum von mir war und der jetzt möglich ist, weil die Bedingungen sich auch geändert haben mittlerweile. Du bist ein typischer Flüchtling. Aber du wirst somit deine Probleme nicht los. Es wird Zeit, dass du dich diesem Problem stellst. Und zwar Auge in Auge. Weißt du, Martin, egal wo du bist, du nimmst deine Familie und dich selber hast du immer mit dabei. Erstmal. Das ist mal so das Erste. Ich würde gerne was zu diesen Fremdenergien sagen, Carsten. Das ist ja so etwas, ja, was ich sehr, sehr gerne mache oder erlebe. Also, Martin, genau, Fremdenergien oder Angriffe oder das, was du sagst, was sie mit dir machen. Also folge dem, was da kommt. Also vertraue dir dabei auch. Und ich möchte dir eines jetzt so auf die Schnelle mitgeben. Bitte schau, wo deine Tür für sowas geöffnet ist. Also, wo hast du Zustimmung gegeben für Fremdenergien? Ja? Hast du irgendwelche Einweihungen? Warst du in irgendwelchen Vereinen, weißt du, dass du mal guckst, wo deine Tür offen war, weil wenn deine Türen geschlossen sind, wenn es da kein offenes Portal gibt, dann kann so eine Fremdenergie gar nicht bei dir andocken. Also wirklich mal gucken, oder was nimmst du auch immer mit, egal an welchem Ort du lebst, ja, es kann Amulett sein, was auch immer, also schau bitte auch mal bei dir. Genau, warum du da die Türe offen hast. So, und jetzt sagt Carsten, du bist ein typischer Flüchtling. Carsten, möchtest du noch ein bisschen ausbreiten? Also, du magst es vergessen, es vergisst dich nicht. Ja, das ist der Klassiker. Du nimmst dich immer mit und mit dich meine ich dich und deine Geschichte. Und dich das und dich beschreibt auch das, was dich ausmacht. Und wenn du ungeklärte Dinge mit dir rumschleppst, dann werden dich diese Dinge auch begleiten, ob du das nun willst oder nicht. Und wie Christina schon sagt, wenn du das tatsächlich nicht wirklich klärst, bleiben die Türen automatisch geöffnet. Das ist der Zugang, den du leistest oder den du lieferst, über die dich deine Familie oder wer auch immer dahinter stehen mag, erinnern. Zeig dich, stell dich. Ja, das geht nicht, indem du ein noch größeres Schneckenhaus baust oder noch einen weiteren Wohnwechsel vollziehst, sondern indem du dich umdrehst und sagst, was wollt ihr von mir? Wenn du sagst, du hast jetzt 22 Jahre erfolgreich deine Familie hinter dich gelassen,
dann spottet gerade deine Erzählung dieser Beschreibung, dass dem nicht so ist. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht durch die Maßnahmen, die du gerade auch erwähnt hast, wirst du das Problem nicht los, geschweige denn gelöst. Hast du Erfahrung mit unseren Mitteln? Nein. Dann empfehle ich dir mal einen Selbsttest zu machen, um zu gucken, mit welchen Resonanzmitteln du dir jetzt erstmal selbst auf die Schliche kommst, um die Frage zu beantworten, was ist in mir resonant zu all den Dingen, die du nennst? Und was kann ich tun in mir, um dieses Feld zu verändern? Denn es kann nur funktionieren, wenn du dein Resonanzfeld veränderst. Du bist das Ergebnis von Resonanzen, die du ansprichst und die in dir wirken, weil du dazu einen Raum hast. Sonst kann das nicht funktionieren. Angriff ist immer das Ergebnis, das ist immer das Ergebnis von Erinnerungen, weil vorher etwas ausgesendet worden ist, was den Angriff begründet. Also kommen wir zurück zu Christina, frag dich, wann hast du angegriffen? An wen hast du angegriffen? Und welche Konsequenz hatte das gehabt? Aktio-Reaktio-Prinzip, das solltest du dir voranschauen. Okay. Kannst du mit dem was anfangen? Also Angriff heißt jetzt, es kann auch jemand ganz anderer angegriffen worden sein und ich kriege das die Reaktion dann von anderer Seite. Also du spielst Billard über Bande. Aha. Ja, also das, was wir machen, beruht nie auf Linearität. Das ist ein Fremdwort für uns. Dinge sind immer komplex, aber nicht kompliziert, sind immer einfach. Deswegen folge der Fährte und geh so lange zurück, bis du den allerersten Effekt findest, in der es verursacht wurde. Und das geht nur, indem du das nicht sozusagen außen vor dir hältst, sondern indem du der Fährte nachgehst und spürst, wo kommst du her? Und was ist das ursprüngliche Anliegen an mich? Was hast du damit zu tun, Martin? Also es ist ja schon, warum ist es bei dir, warum tritt es bei dir auf? Und nicht bei deinem Nachbarn. Also wir arbeiten, wirken, das Wort arbeiten wollen wir ja gar nicht mehr, wirklich über Fragen, Martin, weil es eben so individuell ist. Deswegen würden wir dir nur fragen, oder nicht nur, wir würden dir Fragen stellen und dann kommst du der Sache Schritt für Schritt näher. Und ich möchte auch noch eine Frage mitgeben. Wo hast du deine Macht abgegeben? Oder an wen? Weißt du, wenn du ganz vollständig in dir bist, mit all dem, mit deiner Macht, du weißt, wer du bist, du stehst im Leben, dann ist da keine Tür offen. Welches Ausland möchtest du denn eigentlich? Nach Japan. Japan, okay. Ja, also du nimmst dich selbst immer mit. Ja, versuch doch, genau, mach mal einen Selbsttest. Vielleicht stellt die liebe Judy einen Link ein für einen Selbsttest. Und also ich finde es, also ich mache es manchmal auch für mich selber, natürlich auch für Klienten, so interessant, mal zu lesen, was da für Mittel rauskommen, ja? Und dann spürst du und schaust und fragst dich, was hat dieses Mittel mit mir zu tun oder was möchte mir dieses Mittel sagen? Und du wirst Antworten bekommen. Aber nicht in der Birne, im Herzen. Also es nützt, also alle Mentaltraining nützen dir nichts, um es mal salopp zu sagen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als auf die Fühlebene zu gehen, von der du sagst, du hast sie, aber auch die ist blockiert, weil sie gefiltert ist. Du lässt nur das zu, was dir gewogen ist, und alles andere blendest du aus. Und genau das, was dir nicht gewogen ist, darauf solltest du dein Augenmerk richten. Weil da findest du die Lösung. Du sagst, dass ich was nicht zulasse. Ja. Weil es durch deinen Bewertungskontext gefiltert wird. Aber ich meine, das Bewusstsein hat ja auch eine Funktion beim Menschen und das darf ja ruhig wirken. Gut, aber es geht um dein Bewusstsein und um deine Filter. Um die geht es hier. Und den kannst du nur selbst nachspüren. Es gibt kein Abstraktum dazu.
Es gibt doch keine allgemeine Empfehlung, es gibt nur die Fährte, der du folgen kannst oder auch nicht. Okay, ich lasse das jetzt mal auf mich wirken. Ich will das jetzt auch nicht alles aufhalten. Danke erstmal für das Feedback und Bitteschön. ja, folge mir meinen Selbsttest. Dann wünsche ich dir frohes Gelingen. Dankeschön. Bitteschön. Schau dich mal ran, Martin, ja. Und sag auch dir selber, dass jetzt die Zeit ist und der Raum, dass du hinschaust. Danke. Genau. Ja? So, Holger. Lange nicht gesehen. Ja, sehr lange. Ja, ich freue mich. Mitten aus der Natur. Ich habe mir das mit den Leberschlägen angeschaut und ein Ritual dazu gemacht. Und meine Leber hat mir mitgeteilt, sie freut sich, wenn ich ihr etwas weniger Giftstoffe zuführe, also Kaffee und was auch immer alles so dazugehört. Das ist aber nur ein Punkt. Im Ritual kam dann raus mit dem Individualmittel, also mit der Feinderkennung, dass ein paar Generationen, 5, 6, 7 Generationen zurück, einer heftige Leberschläge erhalten hat. Also körperlich extrem angegriffen wurde. Ich weiß noch nicht, wer aus meiner Ahnenlinie und warum. Ich habe die letzten Wochen an meinem Auto erfahren dürfen, dass da einiges im Argen ist. Und da bin ich jetzt bei, das Stück für Stück aufzulösen. Was hat Leber mit Auto zu tun? Kannst du eine Brücke bauen? Die Leber sitzt auf der rechten Seite im Körper und mein Auto hat auf genau der Höhe mehrfach heftige Schläge einstecken dürfen von mir oder durch mich. Und ich habe auch letztes Jahr schon mein Auto benutzt, um Sachen auszuagieren. Mehrfach mit dem Boden, Unterboden aufgesetzt und habe da für mich eine Verbindung herstellen können, weil das genau die Seite ist und die Position. Und das kam mir in den letzten Tagen einfach so in den Sinn, dass da etwas, ja, ich agiere das übers Auto aus im Moment. Um mir wahrscheinlich etwas Körperliches zu ersparen. Also mein Hinweis geht Richtung Selbstwert. Ja, schau, wann du den Holger, den du jetzt in den letzten Monaten kennenlernen durftest, angefangen hast, wert zu schätzen. Und wann gönnst du ihm mal eine Pause und treibst ihn nicht, und treibst ihn nicht ständig von einer Veranstaltung zur anderen? Ja. Weil auch Leber ist ein Organ, was nur dann richtig läuft, wenn du es wenn du diesem, wenn, oder wenn du dir Erholung verschaffst. Denn dazu ist die Leber da. Ja. Alles zu regenerieren geht nur, wenn du diesem Organ den Raum gibst, dass die Leber dich regenerieren darf. Wenn du aber immer auf Achse bist, in vielfältiger Mission, ja, das soll das ja nicht schmälern, aber du solltest dir einfach Phasen gönnen, in dem du nicht gehetzt, nicht auf Hatz und nicht auf Spurensuche bist, weil du brauchst eine Ressource, die du nicht hast. Und die nennt sich Selbstliebe. Ja, und da bist du noch zu sehr auf der Pirsch, als dass du sie da draußen unterm Baum finden könntest. Die findest du nur bei dir. Schlecht ausgestattet mit dieser Ressource. Dann empfehle ich dir, verschaff dir Zugang, weil du hast diese Ressource. Aber du hast sie bis dato erfolgreich versteckt, verborgen, eingebettet. Also ich bekomme sogar das Bild einbalsamiert. Ja? Also erinnere dich an diese Metamorphose, erstmal den Bart ab,
das, was du so alles hast erkennen können, nachdem dein Gesicht frei lag. Ich vermute mal, das erste Erschrecken ist zwar gewichen, aber es kommt noch ein zweites Erschrecken über das, was die Leber dir zu erzählen hat, über dich. Ja. Jenseits von Cromwell, jenseits von all den historischen Figuren, mit denen du intensiv Kontakt hattest. Denn am Ja. Ende steht Holger. Ja. Und zwar nicht mehr der Ananda. Ich glaube, Ja. ich denke, der rührt noch ein bisschen in dir. Das sind 25 Jahre, die sind nicht so einfach zu streichen, aber der Holger, ja. Also Die drei Tage. mein Tipp an dich, 72 Stunden nicht tun. Nicht tun. Das heißt nicht nichts tun, sondern nicht tun. Ja. Das heißt, ändere dein Sendebewusstsein in dein Empfangsbewusstsein und lausche. Ja. Es scheint Stück für Stück reinzukommen, weil ich bin gestern wieder losgefahren, nachdem ich 3 Tage Volitionpause hatte und Montag Pause hatte. Nur der Weg gestern war anders als sonst. Holger, Ja. Volition ist keine Pause, das war Arbeit. Also es ist Okay. spannend, dass du dieses Wort in Kombination mit Volition siehst. Das ist eine Contradictio in objecto, um es mal so zu sagen. Aber spannend, wie du das immer wieder hinbiegst, dass es passt für dich. Ja, also 3 Tage Volition ist richtig Hirnschmalz und Fühlschmalzarbeit. Das Ja. steckst du nicht weg. Du brauchst jetzt alleine 72 Stunden, um erstmal wieder bei dir anzukommen. Und dann wunderst du dich, dass deine Karre nicht funktioniert und aufsetzt? Wunder nicht. Er Weil wundert sich gar nicht, Carsten. Das macht er nicht. ich war ja auch letztes Jahr noch schlimmer als dieses Jahr getrieben unterwegs, weil mir die Zeit davon läuft, so mein Empfinden. Ja, Pause ist angesagt. Und das Nicht-Tun, das verstehe ich schon. Will nur immer wieder ins Tun zurück. Bevor Christina jetzt kommt, nicht tun heißt nicht von 6.000 auf 4.000 Umdrehungen, sondern von 6.000 auf 1.000 Umdrehungen. Leerlauf. Leerlauf sagt ihr was? Leerlauf. Leerlauf. Also der Motor tockert so vor sich hin, du kannst auch mal ausstellen, weil bewegen tust du dich sowieso nicht, dann kannst du die Maschine auch ausstellen. Ja. Spart Ja. Sprit und Ressourcen. Ja. Stimmt. Christina, was hast du unserem Holger noch zu empfehlen? Ich ergänze jetzt. Also jetzt möchte ich erstmal sagen, Holger, es war so schön, dass wir uns begegnet sind. Echt eine Freude, dich zu sehen. Und du bist Danke. viel, viel, viel weicher geworden als noch, weiß ich nicht, seit wann wir uns jetzt kennen, seit einem Jahr oder so. Das möchte ich dir einfach mal sagen. Und Leerlauf, wie Carsten so schön sagt, im Auto bedeutet Hingabe. Und das ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dass du dich mal diesem deinen Leben hingibst. Und du hast gesagt, naja, ich war so getrieben, weil ich habe so wenig Zeit oder irgendwie so. Holger, du hast deine Zeit. Und die nimmst du an. Und nur du kannst deine Zeit haben. Und davon hast du eine ganze Menge. Ja, so. Das reicht jetzt erstmal. Wollte ich noch was sagen? Warte mal. Nee, jetzt weiß ich nichts mehr. Also, Leerlauf ist Hingabe. Ach so, ja, jetzt zum Auto. Das finde ich eigentlich schön. Das würde ich jetzt gern aufgreifen, was du gesagt hast mit dem Auto. Genau, also ihr könnt die Hinweise von eurem Auto, also es muss euer Auto sein, kein geleastes Auto. Also dir gehört der Wagen, du fährst den Wagen. Und dann kann man sehr schön ableiten. Also wenn er irgendwas an der Elektrik hat, dein Auto, dann fragt dich, was ist mit deinem Nervenkostüm? Oder der Motor, ja, das ist das Herz. Also was ist mit deinem Herz? Und die Vorderreifen bezeichnen wir dann als Arme und die Hinterräder dann als Beine. Also finde ich es sehr schön, Holger, dass du das so erwähnt hast, weil
es gibt keine Zufälle und all das, was im Außen ist, spiegelt uns immer wieder und gibt uns Hinweise und da kann man auch ganz viel von einem Auto ablesen. Genau. Ja, mir hat das Auto ja auch gezeigt, dass mir der Saft ausgeht, indem es den Keilriemen hat reißen lassen, den ich dann habe mühevoll repariert, selber repariert, um wieder mobil zu sein. Also es kommt alles, zeigt mir alles, was, ja, was nicht funktioniert oder was ich zu beachten, beobachten habe. Also hättest du den Keilriemen verstanden, hättest du dich mit der Kraftübertragung nicht übernommen. Aber jetzt weißt du es. Genau. Also, Holger, lass uns mal so stehen. Ich finde es schön, du folgst den Hinweisen und du führst dich rein und jetzt 72 Stunden Hingabe. Okay? Ja, ich bemühe mich, das über die 72 Stunden hinaus zu machen. Das wäre super. Ich Ja. mache. Also, danke, Holger. Bis bald. Tschüss. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. So, Karin, hallo. Hallo. Carsten, ich habe noch eine Frage wegen dem Ahnenseminar von letzter Woche. Du hast da bei meiner Geschichte mir gesagt, dass das auf das Jus prime noctis zurückgeht. Und seitdem überlege ich, was das in Folge für die Ahnen, für meine Kinder, für mich bedeuten kann, dass das bis heute wirkt. Und schau dir deine Nachfahren an. In welchen Verstrickungen sitzen die? Unter welchem Rechts oder unter welcher Rechtskuratel stehen deine Kinder? Oder Rechtsrahmen, Verpflichtungen gegenüber? Da fällt mir jetzt gar nichts dazu ein. Du musst auch jetzt beantworten. Es geht um Verpflichtungen. Aha, okay. Ja, und Verpflichtungen nur mal zwei Seiten. Jemand, der ein Recht hat, was er ausüben kann, und ein anderer, der es duldsam, der dem duldsam folgt, ohne ausbrechen zu können, nach klassischer Vorstellung, was nicht ist. Okay, Ehe fällt mir da jetzt gleich einmal ein. Na gut, das ist der Klassiker. Guck einfach, was hat es da für Verbindlichkeiten, die Ja. diese Rechtsfolge des Jus primae noctis nach sich ziehen. Also, wer hat die Gewalt, wer hat die Verfügung und wer hat die Durchsetzungsebene inne? Okay. Sag mal, Karin, gab es da eine Ehe, die eingegangen wurde? Aus anderen Gründen als aus Liebe? Aus einer Verpflichtung heraus? Eigentlich hast du gerade schöne Hinweise gegeben. Sehe ich auch so. Das war sie leider nicht jetzt. Keine Ahnung. Genau. Manchmal, Aber. je nachdem, wie weit es zurückgeht, wissen wir es tatsächlich nicht. Aber spür, ob du da in irgendeiner. Also in der Ahnenlinie, ob du da nicht eine Zustimmung findest und spürst. Man sofort, weil ein Kind unterwegs ist, muss man heiraten. Das Muss, ist, muss. muss man heiraten, ja. Ja. Ich glaube, da bist du auf einem guten Weg, der Ja. Fährte weiter zu folgen. Das ist die Fährte. Danke, danke, Hey, danke. so schön, dass wir uns heute sehen, Karin. Ja, fein. Ich Freut mich habe mich auch. schon. Also ich sehe dich ja nur so klein, hätte überlegt, was. Jetzt Karin, war das auf der Volition? Ich Ja. weiß leider nicht, wie ich das anders machen kann. Heute, gell? Nee, ist gut, ist alles gut. Genau. Passt, genau. Dankeschön. Gerne, genau. Carsten und ich wollten eigentlich auch ein bisschen was, genau. Wir waren nämlich nicht nur bei der Volition. Im Schwäbischen sagt man ja auf der Volition, aber ich glaube, das ist nicht Deutsch, oder? Es Also ein gibt dann bisschen. noch aus dem Ruhrgebiet, ich war auch der Volition drauf. Also wir waren bei der Volition und haben da mitgewirkt. Und davor hatten wir zwei wundervolle Debüt-Seminartage. Da ging es, Karin hat es gerade schon erwähnt, um Ahnenheilung. Und da sind Carsten und ich wirklich ganz neue Wege gegangen. Und wir haben mit
16 Probanden oder Teilnehmer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die männliche sowohl auch die weibliche Ahnenlinie gleichzeitig aufgestellt. Und was sich da gezeigt hat, also Karin war live dabei, das war, ja, was war denn? Es war so tief und es war so aufschlussreich und es wollte so viel gesehen werden. Und das war eines der größten Sachen neben Matrix-Seminarkarten, was ich erlebt habe. Wie ging es mit dir? Ah, du machst schon, ich sehe schon, du runzelst so die Stirn, jetzt kommt was. Das ist so schön. Also, Da hat er dann ich. manchmal auch keine Worte. Und Carsten hat ja immer ganz wundervolle Worte. Nein, auch da muss ich passen. Da gilt das, was ich dir im Morgen gesagt habe. Da heißt es mal Stille sein. Ja, also da fehlen einfach zum Teil die Worte. Insbesondere deswegen, weil das nicht am Fernseher war, sondern kompakt live mit Menschen gegenüber. Und die dann zu erleben, deren Mimik und deren Gestik und deren Energiekorsett zu fühlen, das ist schon eine Nummer. Zumal du bist danach 6 Stunden oder 7 Stunden haben wir gebraucht, um 8 Menschen da in Doppelgruppen durch ihre Prozesse zu führen. Ich muss sagen, das war schon grenzwertig, auch für uns beide. Das glaube ich, ja. Ja, was da gelaufen ist, kannst du nicht vorbereiten. Du weißt nicht, was da passiert. Null. Das heißt, du bist gezwungen, innerhalb von Sekunden Entscheidungen zu treffen, Fährten zu legen, Fragen zu stellen, Impulse nachzugehen. Und immer dein Gegenüber im Blick zu haben, denn um den geht's. Also jonglieren mit 10 Kugeln ist einfacher. Danke nochmal, dass ihr das probiert habt. Wir War haben super, es super damals. gemacht und wir gucken mal, was wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen für unsere Seminarreihen, die vielleicht noch auf irgendeinem Papier stehen. Also Carsten, jetzt muss ich mal reingrätschen. Also jederzeit wieder, weil die Geschenke, die Blicke, die Tränen, die Öffnungen, die wir da, oder die wir da erlebt haben bei den Teilnehmern, das war so viel wert und das würden wir jederzeit wieder machen, Carsten. Erinnere dich. Ja, ich werde mich erinnern. Ja, denk an deine Ressourcen. Ne? Habe auch die im Blick. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr mit nach Hause. Nee, ich nicht. Aber erst nach den 8 Stunden. Natürlich. Ja. Nein, also. Karin, danke. Und jetzt war ein Danke. kleiner Exkurs nach Österreich, auch zu diesen 2 Seminartagen. Und ja, Carsten, es war aber wirklich was ganz, ganz Großes. Das möchte ich jetzt schon nochmal sagen. War eine tolle Zeit. Ist noch eine tolle Zeit. Es schmälert nichts an dem Ereignis als solches. Also großartig, weil es noch nie gemacht worden ist und wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Du erinnerst dich, Carsten, ich habe was verabredet. Können wir das machen? Du hast ja schon verabredet, was soll ich dann noch zu sagen? Stand fest und ich bin dann damit hin. Und ja, wenn du jetzt schon eine Vision hast, dann wird es auch beim nächsten Mal. Fahre ich mit. Hab ja nichts, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als mitzufahren und zu gucken, okay, hab dann mal was zu tun. Carsten, das ist, es geht nicht mehr rückwärts. Es ist unser Wirken und wir werden Nur das ganz vorwärts. bestimmt nochmal machen. Es geht nur vorwärts. Geht nur vorwärts, genau. So viel zu Österreich. Danke. Karin, danke schön, dass du Danke. dabei warst. Danke, danke. Okay, Ariane, jetzt hast du aber lange gewartet. Erzähl mal. Ich Mikro an. helf dir mal. Guck mal jetzt. Ja. Hört ihr mich? Ja. Ja. Oh, schön. Ich bin mal wieder dabei und freue mich total. War schon lange nicht mehr dabei. Ich bin jetzt momentan in Kroatien. Ich habe vor einem halben Jahr, wie gesagt, alles komplett aufgegeben. Haus, Hof, Herd, Familie, alles. Und bin nur mit meinem Auto unterwegs und ein paar Taschen und alles sowas. Meine Frage ist jetzt eigentlich, wieso bin ich eigentlich in Kroatien? Es ist tierisch heiß und ich habe immer gesagt, ich werde nie in ein seit 20 Jahren sage ich immer, ich werde nie in ein Mittelmeerland fahren, wenn im Sommer, wenn es da so heiß ist. Und ich wollte hier auch schon alle Zelte abbrechen. Aber irgendetwas
sagt mir, nö, also ich merke, ich möchte irgendwas, ich will irgendwas vom Verstand her und es tut sich aber was ganz anderes. Das heißt, mein Verstand hat gar keine Möglichkeit, sich irgendwie einzumischen. Und habe aber auch ein bisschen Probleme, Halsschmerzen, Klimaanlage und dicken Zahn auch noch. Und wollte fragen, was das bedeutet, wenn ich eigentlich gar nicht hier sein möchte und aber trotzdem hier bin. Und ja. Dann frag dich mal, was der Backofen mit dir zu tun hat. Bin ich die Hexe Babbel und Hänsel und Gretel, die verbrannt werden sollte? Nee. Warte mal, Hänsel und Gretel, das ist, ja gut, zum Schluss ist zwar die Hexe verbrannt, aber davor hat sie was anderes vorgehabt. Genau. Für wen hat sie den Ofen angemacht? Womit sie den Ofen angemacht hat? Mit Für Holz. wen? Womit? Für Für wen? Für wen? Hänsel. Um was zu tun? Um den zu fressen. Dann guck mal, was du mit heißen Dingen zu tun hast. Ja, Der ja, Back. ja, ja, ja. 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 Ich war für 14, vor 3 Wochen war ich auch in, oder länger her, war ich bei einer Frau gewesen und mir brannten immer die Unterarme. Die Hände, die Unterarme, es war schlimm und so. Und komischerweise, jetzt bin ich hier und ich habe es nicht mehr. Es ist nur heiß. Also frag dich, warum dieser Ort? Ja, warum ruft er dich so, dass. Also der Ruf ist ja stärker Ja. als dein Verstand. Dein Verstand sagt ja Genau, eigentlich, ganz ich möchte genau. nicht zu diesen Temperaturen hier sein. Du bist Ja. aber dort. Das heißt, der Ruf war viel, viel stärker. Ja. Und dann bleib, geh nicht auf die Ebene vom Kopf, weil das hat Nein, ja nein, jetzt eh nein. schon nicht funktioniert, wird auch nicht weiter Nee. funktionieren. Genau, was hast du mit Kroatien gemeinsam? Schau dir den Ort an, schau dir, wo du da bist. Setz dich, weiß ich nicht, auf eine Bank, auf eine Wiese und fühl hinein, was ist der Ort? Also ich glaube, dass es mit Dingen, ich meine, aus früheren Leben zu tun hat. Und wahrscheinlich warst du mal dort und hast etwas erlebt, was es jetzt gilt, nochmal anzugucken. Vielleicht ist noch was von dir dort, was du abholen darfst, was du klären darfst. Du wärst sonst nicht da. Vielleicht auch generell. Ich denke mal, es hat was mit Hitze zu tun und es hat was mit dem Mittelmeerraum zu tun, weil ich ja übermorgen, also es, wie gesagt, es geschieht von selbst, dass ich mit der Fähre nach Italien fahre, von da Sardinien, Korsika, Barcelona, San Sebastian, Golf von Biscaya und dann wieder zurück in Richtung Heimat. Aber was das so direkt auf sich hat. Ich meine, ich könnte ja meine Koffer packen, ich könnte ja jetzt hier einpacken und ins Kühle fahren. Ich meine, es wäre ja kein Problem. Ne? Überhaupt nicht. Aber es muss was mit Hitze zu tun haben. Und der zweite Aspekt ist die Seefahrt. Bitte? Und der Die. zweite Aspekt ist die Seefahrt. Jetzt denk mal über die Ah. Reiseroute gerade nach. Das waren Sarazenenwege. Das waren Seeräuberwege. Ja. Schau mal, was du dort so getrieben hast. In einer Zeit, wo es noch kein Fernsehen gab. Ich bin eine Piratin. Na, guck an. Okay. Und wie mache ich das genau? Ich meine. Du machst deine Reise nachher, nachdem wir hier fertig sind, machst die Augen zu und reist dann diese Route mit deinem Herzen und schaust, was dir da jetzt schon begegnet, weil es bereits auf dich wartet. Ja. Wiederum bin ich auch sehr landschaftsaffin. So Wasser, Wasser. Das Thema Wasser ist ganz groß Naja, bei mir. Seeräuber sind immer Ich habe immer wasseraffin. noch nasse Haare. Bitte? Seeräuber sind stets wasseraffin, sonst würden sie nicht seefahren. Also, Sonst du hast wären eine. es Landräuber und keine Seeräuber. Was wolltest du sagen, Christina? Ja, Ariane, du hast eine Hausaufgabe. Du nimmst dir Zeit, du nimmst deine Brille ab, du schließt deine Augen, damit du wirklich so deine inneren Augen, deine Vorstellungskraft für dich hast. Und dann mach mal so, wie Carsten sagt, geh diesen Weg nochmal durch, die Stationen, die du jetzt erzählt hast.
Ja. Und dann kommst du ja da an, wo du jetzt bist. Und dann spür hinein, was ist an diesem Ort vorgefallen, an das du dich erinnern sollst. Könnte das vielleicht auch was dann mit meinem Zahn zu tun haben? Weiß Wahrscheinlich. nicht. Ist der entzündet? Was ist da Ja, los? das Zahnfleisch geht so ein bisschen leicht zurück, so. Also Und verlierst Halt. welches Okay. Krankheitsbild fällt dir ein dazu? Bei dem Zahn, bei dem Sech, also ist der Sechserzahn. Also, Zähne verlieren. Welches Krankheitsbild ist das? Ganz klassisch. Entwurzelung. Skorbut. Eine typische Seefahrer, da See, haben wir es wieder. eine typische Seefahrer. Es wird sich wahrscheinlich in der Biskaya eröffnen. Okay, ich Jetzt werde hast du dann gefertigt. wirklich. Jetzt lassen wir sie in Ruhe. Und bitte jetzt kein Vitamin C lutschen, ja? Das möchte ich jetzt nicht. Okay. Alles klar, ich danke euch erstmal. Ich bin ja Ganz gespannt spannend. jetzt. Ich auch. Und vor allem, wir freuen uns, wenn du bist in der Erfahrungsaustauschgruppe auf Telegram. Ja. Vielleicht berichtest du mal, was sich so gezeigt hat. Auch wenn es nur vielleicht Fetzen sind. Manchmal dauert es auch, bis sich klare Bilder zeigen. Teil das mal mit den anderen, mit uns. Genau. Holger, du hast eine Reisegefährtin. Ich bin auf dem Seeweg unterwegs. Ja, das heißt, Reise. Holger ist auch ein Reisemensch. Nur Ich Landweg. eigentlich gar nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Bist Ne? du doch jetzt gerade. Ja, na jetzt ja. Also sonst früher meine ich jetzt so. Ne? Bon voyage. Okay. Ich bedanke mich. Genau, eine Reise ist eine Reise. Egal, ob bei Holger über das Land oder zu Wasser. So, jetzt mache ich noch die Manuela und dann möchte ich mal noch mal im Chat gucken. Da steht auch schon wieder einiges. Einmal. Heißt du wirklich Flo Manuela so ziemlich? Ja. Schön. Hallo. Könnt ihr mich hören? Ja, super. Jetzt machst du dich gerade wieder aus. Jetzt hören wir Ja, dich. okay, gut. Also ich bin auch neu hier. Ich hatte vor ein paar Wochen im Juni das Taufentsiegelungsritual mitgemacht. Habe mir schon unzählige Videos angeschaut von euch, beziehungsweise die Zoom-Meetings, und sehe mich in vielen Dingen wieder. Ich habe jetzt den Selbsttest gemacht und bin da ziemlich bestätigt worden in dem Selbsttest. Aber bevor ihr jetzt die ganzen Mittel bestellen wolltet, wollte ich vielleicht nochmal, ihr war ziemlich ein Rucksack mit, besprechen, ob die Mittel wirklich passen dafür. Sagst du mal die ersten drei Mittel? Also das ist der Marderkomplex, Ja. der Alpha-2-Komplex und der Chakra-6-Komplex. Und was noch? Autoimmuno und Glutaminsäurekomplex. Okay, nimm mal 1 und 3. Jetzt lese Eins ich mal. und drei. Okay. Den Zweier auslassen. Ja. Der ist dann Schon fort. bestellen oder derweil er mal nicht bestellen? Schon. Okay, gut. Ja, und der Also, Alpha-2, der ist dann fortgeschritten, Manuela. Der könnt, vielleicht kommt er später, vielleicht kommt er dann auch gar nicht mehr. Das siehst du dann. okay. Magst du noch ein bisschen Aber was? der trifft gut zu, das mit dem Regenerieren. Dann baue ihn mit ein. Oder lass ihn erstmal da stehen. Es reicht, wenn er in dem Raum steht, in dem du lebst. Er wird dieses Feld bereits präparieren. Das heißt, zwei zum Sprühen, eine Flasche bleibt zum Raum energetisieren und er wird dann seine Zeit finden oder du wirst den Zeitraum finden, wo er den klassischen Weg findet zu dir. Du wohnst in Österreich, ne? Bitte? Du wohnst in Österreich? Ja, nee, Dann Wien. lohnt sich das auf jeden Fall, weil dann brauchst du nur einmal Porto, weil die Österreicher oder die DHL. Eben, genau deswegen wollte ich vorher ein Gespräch, vielleicht auch nochmal wirklich ein Gespräch mit dir, so eine Stunde. Oder findest du, ist das nicht notwendig? Du hast jetzt deine Antwort. Also dabei belassen. Und dann Okay. loslegen, genau. Weil mein Hauptthema, was mich seit meiner Kindheit begleitet, sind Kopfschmerzen. Dann frag dich, worüber du dir die Birne zerbrichst. Ja, aber als Kleinkind zerbricht man sie ja kapieren, oder?
weil das mit Kapieren nichts zu tun hat. Also, du hast jetzt drei Mittelempfehlungen, die helfen dir, diese Fragen auf der Herzebene zu beantworten. Okay. Christina, hast du noch was für sie? Ich möchte noch eins mitgeben, Manuela, wegen den Kopfschmerzen. Also frag dich, ruft genau jetzt jemand an? Ja, Sagt, Entschuldigung. das ist nicht, das ist für mich immer total spannend, weil dann, das ist so wie so ein Verhinderungsprogramm. Also dann hör genau hin. Also bei den Kopfschmerzen ist wirklich so, frag dich mal, was möchtest du mit dem Kopf klären, was du aber mit dem Kopf nicht klären kannst? Also das ist die falsche Ebene. Du hast es auch als kleines Kind. Also ich habe selbst ein Kind zu Hause, was Migräne hat. Ich weiß, wie das ist, wenn auch Kinder schon versuchen, über den Kopf etwas zu klären, aber das ist nicht die Ebene, um an das Thema ranzukommen. Also was versuchst du über den Kopf zu klären, was aber eine andere Ebene braucht? Möchte ich dir noch Okay. mitgeben. Genau. Und bitte, wenn du Rituale machst, also wenn du die Sprays benutzt, setze deine Brille ab. Okay. Okay. Das behindert, oder? Genau. Generell alle Brillenträger, oder das ist jetzt nur spezifisch auf mich bezogen? Alle Brillenträger sollten die Brille abnehmen, wenn sie ein Ritual machen. Oder auch beim Sprühen der Mittel. Du siehst dann anders. Weißt du, deine Brille, das ist nicht dein, wie soll ich sagen, dein natürlicher Blick. Und auch wenn du beim Ritual die Augen schließt, die Brille immer absetzen. Okay. Okay? Ja. Okay. Na gut. Dann probiere ich das mal. Alles Dankeschön. Danke. so gerne. Und auch für dich, Erfahrungsaustauschgruppe. Also die sage ich heute jetzt auch schon zum dritten Mal, aber ich mag sie auch so gerne, weil es so eine schöne Dynamik hat und weil es Menschen drin sind, die sich gegenseitig helfen und Impulse geben. Ist immer sehr Bin ich spannend. drinnen und mache ich. Machst du auch, gell? Ja, Toll, echt toll. danke. So, jetzt aber ein bisschen Chat. Hört zu, die Babsi sagt, das Insektenmittel nehme ich nun seit 8 Tagen und nicht einen Mückenstich bekommen. Ja, das hätte ich mal in Österreich wissen müssen. Habe morgens die Stechmücken kaputt gemacht und dann hatte ich ganz blutige Hände, die waren vollgesaugt. Und das war dann von mir. So, Andrea nochmal. Dann war das männliche, elektrische Gaia nicht wohlgesonnen. Das hat Poseidon nochmal unterstrichen. Andrea, da geht's zu mir. Willst du da noch mal was dazu sagen, Carsten? Also wenn du dich über deine eigene Frucht erschrickst und du in dieser Frucht nicht dein Gegenüber, dein korrespondierendes Du als alter Ego oder als Pendant zu dir erkennst und nicht anerkennst, dann entstehen bereits hier die Grundkonflikte. Weil wenn eine Gottheit einen Gott gebiert, also ein Gottesprinzip, ein Gott in die Welt setzt, und sich dieser Gott über diesen Gott beschwert, dann hast du große Probleme, Frieden zu stiften. Zumal Gaia nun als Prinzip der Urliebe gilt, kann sie dann ihren Auftrag nicht mehr erfüllen. Und Poseidon merkt das irgendwann und sagt, was soll ich denn hier? Das ist jetzt eine Metapher. Ja? So, das Einzige, was ihm dann einfällt, ist, sich zu rächen an dem Prinzip, was ihm zur Welt gebracht hat. Zumal Poseidon eigentlich als Meeresgott gilt, aber er ist Herr des Landes, denn er hat die Voraussetzung geschaffen, damit alles Leben, was aus dem Wasser stammt, auf das Land treten kann. Und das Erste, was sozusagen das Erste, was die Landmasse darstellt, ist das Mutterprinzip. Und da begegnet er dem Wesen, dem er sein Leben zu verdanken hat. Also es ist eine ziemlich heftige Verstrickung, die dann letzten Endes sich über Poseidon und über das alles, was sich jenseits der Materie abbildet, Kosmos ist nämlich geistig letzten Endes, das ganze Firmament hat geistigen Charakter. Und dieser Kosmos wird dann so lange aggressiv bleiben als elektrisches Potenzial, was wir auch gegenwärtig sehen. Männlichkeit lässt sich nicht versöhnen, solange die Weiblichkeit das nicht anerkennt und
diese beiden Prinzipien miteinander in Versöhnung bringt. Und solange führen wir eben als Erdenwesen Krieg miteinander. Es gilt, beide Anteile, wie du vorhin gesagt hast, zu harmonisieren, nicht auszugleichen, sondern ihren Platz anzuerkennen und diesen Platz mit Leben zu füllen. Und das geht nur, wenn diese beiden tatsächlich ihren Platz friedlich einnehmen können. Denn solange gibt es keinen Frieden. Solange haben wir eben den Krieg großen wie den Krieg im Kleinen. Ich glaube, das beschreibt das Wenn-nicht-Weiblichkeitsprinzip, was wir haben, gerade auf diesem Planeten sehr anschaulich und warum kein Frieden entsteht zwischen diesen beiden Wesenheiten. Es braucht einander, um zu wirken. Es braucht einander, um Leben zu stiften. Und es braucht einander, um friedlich leben zu können. Wenn A B bekämpft und das zur Lebensaufgabe gemacht ist, dann kann kein Frieden entstehen. Also ein weites, weites Thema. So Da gehen herrlich, wir danke. auch nochmal, da wird, werde ich Carsten noch ein paar Mal anstupsen, da geht. Da gibt es dann noch viele Informationen drüber. Genau. Und jetzt, wie gesagt, sind wir auch noch sehr in der Selbsterfahrung zu all diesen Themen, nur zu diesem Thema. So, die Karin sagt, danke, dass ich oder dass wir die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Natürlich, dafür machen wir es. Es macht so viel Spaß. Sie hat Durchblutungsstörung und beim linken Bein die sogenannte Schaufensterkrankheit. Im Rücken, Markskanal auf TH12 habe ich einen Tumor. 1990 wurde das Lipom entfernt. Seit 2014 kam er wieder. So, Alpha 1 und weitere drei Mittel, die ich dann auf Carstens Rat zusammenmischte und aufgebracht habe. Zurzeit habe ich keine Mittel in Verwendung. Bei den Ritualen waren es meine Männer, Vater und Ehemänner. Beim Bein war Wadelbeißer. Damit meine ich, ja, aber sie schreibt es, genau. Wahlbeißer. Damit meine ich wie Zecken oder Spinnen. Können auch, also auch Menschen sind Wadenbeißer, können wir auch. Könnt ihr mir bitte helfen, wohin ich noch hinschauen soll? Ich würde beide Kräfte vereinen und sie miteinander wieder in Korrespondenz bringen. Denn sie hat ja gerade das fortgeführt, was ich eingeführt habe, gerade über das Gaia-Prinzip. Ja. Also sie beschreibt sehr anschaulich den Kampf in ihr. Der Tumor ist ja nichts anderes als ein quasi aussichtsloses Gefecht gegen mich selbst. Und dann auch noch im Rücken, also quasi an der Wirbelsäule, das ist im Prinzip was dich aufrecht macht, was so der Gang des Lebens ist, wo unten die Vergangenheit ist, die Gegenwart und oben die Halswirbelsäule, Gegenwart, dann die Zukunft ist. Also genau an deiner Wurzel greift es. Ja, und da ist ein ganz schöner Kampf in dir drin. Und du kämpfst noch, oder, Karin? Sollen wir es mal so stehen lassen? Ja, vielleicht noch ein Schlussaspekt. Sie möge mit dem nächsten Aspekt den Krieg in sich aufrufen. Ja, es geht auch darum, den Krieg erstmal zu erkennen. Das wissen wir oft selbst, wie schwer das ist. Ja. Ja. Und vielleicht knallt es dann nochmal richtig, dass es dann wieder, dass sich dann die Wogen glätten können. So, mal eine ganz banale Frage. Oh ja. Die nehmen wir. Was Was hat das? Schlupfenfrage? Ja, genau. Also ich weiß, vor 3, 4 Jahren oder vor 10 Jahren habe ich ja angefangen mit all dem, was ich hier tue. Habe ich meinen Carsten angerufen. Weil wisst ihr, die ersten Fälle, die ich hatte, genau, ich glaube, der erste war ein Tumor am Bein, der operiert werden sollte und sie wollte nicht. Und ich weiß nicht, was dann kam. Und dann habe ich irgendwann meinen Carsten angerufen und habe gesagt, ich möchte die einfachen Fälle, ich möchte die mit Schlupfen. Schnupfen. Und sie kommen einfach nicht. Kam nicht. Komm heute immer noch nicht. Wo sind die, die Schnupfen haben? So, aber Spaß beiseite, Silke. Also wir nehmen dich ernst. Ja, darum geht es nicht. Manchmal möchte ich einfach auch mal lachen, um so die, ja, um so die Schärfe rauszunehmen. So, sie hat Hitzewallung. Klimakterisch bedingt, Fragezeichen. Seitdem mein Östrogen jetzt auch noch unten, nach unten, Mensch, manchmal sehe ich es nicht, nach unten geht, schlafe ich. Beschissen. Der Körper tut weh, Migräne hat zugenommen und mein Energielevel sinkt dadurch stark. Möchte keine Hormone schlucken.
Carsten, wenn das Östrogen nach unten fährt, da kannst du doch bestimmt was dazu sagen. Ja, aber die Biochemie hilft dir nicht weiter. Die Frage ist, was brennt in dir? Und welches Feuer ist bis heute nicht gelöscht? Das heißt, was lodert in dir? Was hast du bis heute nicht gelebt? Oder andersherum, warum tust du nicht, wofür du brennst? Bis jetzt nicht. Wenn die Frauen Lebensstiftungsprinzipien haben, dann ist die Frage, was habe ich bis heute nicht gestiftet? Was habe ich bis heute nicht in die Welt gebracht? Das muss nicht nur ein Kind sein. Ja, das kann eine Idee sein, das kann eine Schöpfung sein, das kann eine Kreation sein, was auch immer. Also die klimakterischen Beschwerden haben was damit zu tun, dass in der Zeit der Unfruchtbarkeit, in der Postmenopause, dass dort etwas zurückgeblieben ist, was diese Glut letzten Endes immer wieder entfacht und daraus dieses Brennen entsteht. Ein unauslöschliches Feuer lodert da. Das sind Hitzewallungen. Ich habe immer auf laut gestellt kurz. Danke erstmal, dass ich es das auch tatsächlich, ich brenne tatsächlich, weil ich nicht schwitze. Das ist ultra anstrengend. Also ich habe nie in meinem Körper richtig geschwitzt und so staut sich die Hitze komplett in mir. Hast du Ritual durchgeführt? Bis jetzt zu dem Thema noch nicht, nein. Dann ab heute. Okay. Mit? Mit der Frage, was brennt in mir? Okay. Ja, es ist doch noch mal sowas wie die Lebensaufgabe, glaube ich, die Jetzt alles. Ja. Was Gut. Unsere, ich habe jetzt gerade noch im Kompendium noch mal so gelesen, also die Hormonsysteme haben ja was, also Hormone mit den Lebensprozessen zu tun. Genau, also da wird dann auch wieder ganz wunderbar passen, was brennt noch in dir, was hast du noch nicht getan, was noch getun werden möchte, Getun werden. getan werden. Genau. Aber Silke, ich möchte auch mal nur eins mitgeben, prüf das bitte auch mal, wenn du dann eh dran bist. Ist es deins? Ist diese Hitze deins? Also ich weiß, dass meine Mutter auch stark damit zu tun hatte. Ja. Dann guck, woher sie es hat, und vielleicht landest du bei einer Oma oder wo auch immer und fang dann quasi hinten an, das Feld aufzurollen. Okay, weil sonst kommt es wieder. Ja. Also, du hast zu tun, Silke. Ja, ziemlich dichter Wald gerade, ohne Licht. Ja. Gut, ich fühle mal nach. Aber es ist auch ganz spannend, weil ich mich aufgrund der ganzen Situation, die wir in den letzten Jahren haben, früh pensionieren lassen. Und ich habe jetzt quasi eigentlich wieder Zeit, mal wirklich das zu tun, was ich möchte. Dann los. Ja, muss ich das noch fügen, finden. Das wollte ich gerade sagen, du weißt nicht so richtig, was du möchtest. Ja, irgendwie zeichnet sich der Weg noch nicht so ganz ab. Genau. Lass dir Hinweise geben. Ja, und schau dich um. Aber es guck erstmal nach der Hitze. Fang da mal an. Das ist im Außen, Genau. das ist dann das Zweite. Okay, so. Danke Ihr schön. Lieben, gerne. Ihr Lieben, wir haben noch 5 Minuten. So. Nur falls du nicht alle durchkriegen, ihr wisst, dann stellt die Fragen bitte in die Telegram-Gruppe. So. Ach, nochmal was mit dem Auto, das finde ich schön. Ich hatte ein Kühlwasserproblemchen am Auto die letzten 2 Wochen. Jetzt bleibt abzuwarten. Aber naja, die heiße Evolution ist erstmal geschafft. Also echt ein Kühlwasser. Also Wasser ist ja auch immer Seele. Ja. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie das Problem aussah. Vielleicht magst du noch was dazu schreiben. Dann kann man vielleicht da noch eine Kurve zur Seele finden. Ich habe das im Zusammenhang mit Holgers Auto beim Zuhören ist mir aufgefallen, ach, da war jetzt auch schon was bei mir am Rumoren am Auto und jetzt komme ich zurück, das Auto ist wieder da, es ist gemacht, aber ich habe das dann eben auch mir gleich angeguckt so, und deswegen habe ich das mit euch geteilt. Also da war vor der Volition, denke ich mal, auch wirklich viel in mir los. Da war Dampf drauf. Ja, sicher. Also schau mal, also das Auto zeigt
Also das Auto ist so das Selbst, ja. Also achtet auch drauf, wen ihr mit eurem Auto fahren lasst. Das ist so eine Sache. Und wen ihr ins Auto einsteigen lasst, ja. Also es kommt ja dann auch die Energie von diesen Menschen rein. Also, ein Fass ohne Boden, dieses Leben. Andrea, woran kann das liegen, dass ich die Haut um meinen Daumennägel abkaue? Es ist schon so, dass inzwischen sogenanntes wildes Fleisch dort entstanden ist, wie Hornhaut. Manchmal entzündet sich es und es blutet oft. Selbstverletzung wahrscheinlich. Eieiei, wobei isst du denn genau? Also, wobei isst du dir denn auch die Zähne aus, würde ich da auf jeden Fall mal fragen. Warum tust du dir selbst weh auf diese Art und Weise? Und was sind denn Hände für dich? Ja, also Hände, einiges. Also zum einen sind Hände, die geben und es sind Hände, die nehmen. Also vielleicht darfst du mal gucken, ist es im Ausgleich oder möchtest du geben und es ist niemand da. Dann sind die Hände auch die Verlängerung von deinem Herzchakra. Ja, was ist mit deinem Herz los? Wenn du anfängst, daran so feste zu beißen, kommt es auch hier an, ja, weil die Hände, die Arme, die Verlängerung zum Herz sind. Da darfst du mal noch hinschauen. Carsten, magst du ihr auch noch was geben, was bei dir so kommt? Also da sehe ich eine alte Verletzung, die mit Amputation zu tun hat. Irgendjemand hat ihr mal den Onkel hier wahrscheinlich amputiert, entfernt. Und das erinnert sie jetzt gerade. Durch Zerstörung dieses Daumens wird sie erinnert an diese Amputation. Wildes Krass, Fleisch ja. ist ein Ergebnis von Narbenbildung. Also das gehört da eigentlich gar nicht hin. So, jetzt hast du noch einen Hinweis zu einer alten Sache, Andrea. Also, jetzt auch Hausaufgaben. Oh, ist das schön, wenn wir solche Lunchpakete mitgeben. So, genau. Immer Brille abnehmen. Jawohl, Christina, so sehe ich das. Alexandra, ich habe die Tränen und viele weitere Flüssigkeiten schon so lange im Kühlschrank. Ich sprühe jetzt die intuitiv bestellten Mittel und würde als nächstes die Mittel des Selbsttestes bestellen. Warum nicht das aus dem Kühlschrank? Ich lese mal weiter. Meine Angst ist, dass die gesammelten Substanzen aus mir nicht Monate gelagert werden dürfen. Ich muss gerade gucken, dass ich mit meinem Geld klarkomme, sonst würde ich alles auf einmal bestellen. Aha, okay. Also monatelang das im Kühlschrank aufzubewahren, Carsten, Jetzt bin ich in Ordnung. ist in Ordnung, monatelang? Ja. Würdest du machen? Namen drauf und los damit. Ich würde dem jetzt den Vorzug geben. Es ist an der Zeit, den Kühlschrank zu lüften. Das meine ich auch. Also ich würde es jetzt nicht noch weitere Monate oder noch mal einen Monat. Weißt du, okay, ich verstehe das mit dem finanziellen Aspekt. Es ist so, dass du, wenn wir es vom finanziellen her sehen, mit diesem Individualmittel sparst du dir die drei Mittel, die du dann jetzt vielleicht bestellen möchtest. Denn das deckt ja viel mehr ab. Ja? Carsten guckt ganz genau, welche Destillationsstufe, also auf welcher Ebene ist denn die jetzige Problematik entstanden. Und es kommt ein Korrekturmodul mit rein. Das heißt, es ist eh noch ein weiteres Mittel mit drin. Ja. Also vom Gefühl her würde ich sagen, wäre der Kühlschrank dran und die anderen Der müssen. Kühlschrank ruft. Ja. Und jetzt monatelang, man kann das schon mal machen, aber mach es jetzt nicht noch länger. Mein Impuls. So. Müssen die Mittelchen im Kühlschrank aufbewahrt werden? Nein, Nein. das müssen sie nicht. Carsten macht da so viel Brandy oder sowas rein. Doppelkorn. Also, die halten das aus. Also, meine stehen im Kühlschrank. Und darf ich das sagen? Ich nehme die auch, wenn die manchmal schon abgelaufen sind, darf ich nicht sagen, gell? Ah, doch, Läuft. warte, ich könnte Da läuft ergänzen. langsam. Genau, also wenn es wirklich mal abgelaufen sind, dann könnt ihr sie immer noch verwenden, um in die Aura zu sprühen. Ja, dann übernimmt sie nicht mal über den Mund, sondern also mein liebstes Mittel ist eh, also jedes der Mittel, welches ich dann in die Aura sprühen lasse, weil wir sind viel, viel mehr als dieser Körper, das wisst ihr alle und es geht viel, viel weiter und fangt an, das auch hier um euch zu sprühen und da kommt es ganz wunderbar dann da an, was rein soll. So. Auf den Flaschen steht Raumtemperatur. Also, und wenn man in Kroatien sitzt, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Dann dürfen die auch mal warm werden. So. Mir kommen Daumenschrauben hoch. Super, Alexandra. Ja, hast recht. Okay.
So, gibt es ein Mittel, um in die Selbstliebe zu kommen? Naja, das Mittel von Chakra 4. Herz. Und dann haben wir Selbstliebe. Was haben wir? Haben wir noch mal eins? Das sind die beiden. Genau, es heißt Selbstliebe und dann noch Chakra 4. So, also ihr lieben Chat, machen wir jetzt zu. Gucken wir mal, es ist jetzt 31. Elvira, mach du mal noch eine Frage. Cool. Hallo. Hi. Ja, das ist schön, dass ich noch dran komme, weil ich bräuchte noch mal einen ganz lieben Impuls von euch. Sitze da so ein bisschen in der Zwickmühle und weiß da nicht so gut mit umzugehen. Und zwar habe ich jetzt Anfang Juli von meinem Ex-Mann eine E-Mail erhalten, dass, also jetzt haben ja die Ferien angefangen und ich bin seit 16 Monaten ungefähr alleinerziehend. Habe zwei Töchter, 8 und 9 Jahre alt, die freuen sich jetzt, in den Ferien zu ihrem Papa zu kommen. Und er hat mir mitgeteilt, dass er jetzt keinen Kontakt mehr haben möchte per E-Mail. So. Also aus irgendwelchen Umständen, die mir nicht ersichtlich sind, hat er die Telefonzeiten und jetzt komplett Kontaktumgangszeiten komplett einfach so abgebrochen. Er reagiert auch nicht mehr auf Anrufe oder E-Mail. Jetzt habe ich erstmal die letzten 14 Tage damit verbracht, selber erstmal klarzukommen. Ja, jetzt am Montag, sorry, jetzt am Montag ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die Kinder dann zu ihm kommen. Ja, und wie bekleide ich da jetzt die Kinder am besten mit? Als Mama. Ja, als Mama. Sei einfach nur Mama. Du kannst den Papa nicht ersetzen. Und versuch's auch erst gar nicht. Sei nur Mama. Ja? Und bitte um Nachsicht, dass du nicht den Papa nachbilden kannst. Ist eben jetzt nicht die Zeit für Papa. Kommt später. Weil du kannst jetzt nichts ändern. Nimm es so hin, aber lass dich davon nicht dominieren. Ja. Die andere Sache ist ja so, dass wir, es wird ja immer gesagt, wir sind ja selber verantwortlich, das, was wir in unser Leben ziehen. Und ich frage mich auch, wo da jetzt meine Verantwortung liegt, ja, wo ich da selber drauf schauen kann. Ich habe interessanterweise, ich habe seit über einem Jahr, jetzt auch seit Anfang letzten Jahres, Sachen gesammelt, die ich jetzt Ende Juni bestellt habe. Und Anfang Juli ist auch das Individualmittel gekommen, was ich jetzt auch seitdem dann nutze, irgendwie parallel dazu. Ja, also ich räume auch bei mir schon viele Themen auf und ich frage mich, wie ich da jetzt noch auch spezielle Fragen stellen kann dazu, was ich da noch zusätzlich machen könnte. Ja. Hast du Ritual schon durchgeführt? Eins habe ich bis jetzt schon gemacht, ja. Dann wiederhol das. Und du wirst wahrscheinlich du wirst 3 Anläufe brauchen, Minimum. Ja, du musst deinen Schutzpanzer ablegen. Denn du bist gerade in der Opferrolle. Die hast du dir selber gezimmert und das muss verschwinden. Ja, du musst deinen Schutzwall ablegen und dich verletzlich zeigen. Gegenüber wen? Dir selbst gegenüber. Dir gegenüber. Das habe ich ja, also in dem Ritual natürlich gilt es ja erstmal, mir selber auch zu verzeihen, ja, wie was gelaufen ist. Genau, und Richtig, ja. anzuerkennen. Und anzuerkennen. Ja. Das habe ich auch in dem Ritual dann abgegeben, über den Verursacher an Ursprung zurück. Das mache ich auch schon. Und was mir auch geholfen hat, als ich die E-Mail gelesen habe, dass ich dann auch nochmal, wie ich es an jeden Morgen immer mache, ja, ich bin verbunden mit der göttlichen Urquelle in mir. Ja, aus dieser schöpfe ich meine Kraft und Energie. Da konnte ich mich wenigstens auch wieder erden. Also sowas mache ich auch. Ne? Man macht das so häufig es geht. Okay. Christina, hast du noch einen Schlusswinkel sie? Ja, also Die Kinder noch irgendwas zum Sprühen, dass das Nein, unterstützt nein. dann? Nix. Ich habe Nichts. auch Kinderkomplex hier, Das, was? ja, gut, das gibt, den gib in die Hand und lass ihnen damit freien Lauf.
Wie alt sind die Kinder denn, Elvira? 7, 8 und 9. Und ganz wunderbare Töchter, die sind echt cool, richtig super. Ja, so Und wie die die freuen Mama. sich jetzt einfach. Kinderkomplex für Mama. Nee, Quatsch, Kinderkomplex für die Kinder. Das Eigenmittel für die Elvira. Okay. Ja. Ja, und du versuchst natürlich jetzt sehr, sehr stark zu sein für deine Kinder und leidest selber sehr darunter. Im Moment nimm es mal so an, wie es jetzt ist. Du kannst ja jetzt nichts mehr machen. Das heißt, ab Montag sind die Kinder erstmal bei dir. Jetzt nimm es erstmal so an. Nimm dein Mittel weiter, mach ein Ritual. Und wenn du in dir was lösen kannst, also schau dir auch nochmal die Beziehung zu deinem Mann oder zu deinem Ex-Mann an, was da noch nicht ausgesprochen ist zwischen euch. Und sprich es in einem Ritual aus. Sprich es an. Ja, sag alles, was bis heute nicht gesagt wurde. Ja. In dem Ritual schau ihn dir an und zeig dich, ja. Und dann guck, was du dann quasi in dir da auflösen kannst. Und dann wird sich das im Außen auch zeigen und verändern. Und du kannst gern auch den Kinderkomplex sprühen. Ich habe das Gefühl, es brauchen jetzt alle drei Karsten, die drei Mädels nämlich, weil das wirklich auch eine Verletzung aus der männlichen Seite her ist, was da jetzt alles hochkommt. Ja. Ja, er führt irgendwie seine, was bei ihm vorgefallen ist, einfach jetzt weiter. Weil sein Erzeuger hat sich auch nicht um ihn gekümmert. Das hat er auch erst mit im jugendlichen Alter erst, wurde ihm das gesagt, dass er dann noch eigentlich einen anderen Papa hat. Ja, ist auch ziemlich kompliziert. Auch bei meiner Mutter in der Struktur, also die hat auch keinen Kontakt mehr zu ihren eigenen Geschwistern. Also da sind auch so in der Ahnenlinie irgendwie so Parallelen dazu. Ich bin selber auch energetisch unterwegs und da im Coaching kann das selber auch und bin da auch, haben wir auch eine Aufstellung gemacht, also systemische Aufstellung, indem wir da so schon gute Energien reingegeben haben. Das hat schon einiges so ausgeglichen. Ja, aber Also, genau. Also natürlich, wenn man selber drinsteckt, ist nochmal ganz anders, Elvira, ja. Da kannst du Ausbildungen haben, so viel du möchtest. Das erlebe ich selbst auch. Bitte sprich alles aus, was es gilt, auszusprechen. Und dann ist es tatsächlich so, das, was er natürlich nicht bekommen hat, kann er auch schwer weitergeben. Lass sich das entwickeln und mach's dir mit deinen zwei wundervollen Töchtern schön. Ja, sei die Mama, die du immer bist, die du immer warst, und du bist eine Löwenmama mit den zwei Mädels. Und ja, schaut mal auf euch drein und du wirst sehen, was sich mit Papa ergibt. Ja, du kannst nicht herbeiziehen. Das funktioniert nicht. Aber lösen, ja, in dir. Kann ich dich so springen lassen für einen Moment? ja, Okay. Und nimm du bitte auch Kinderkomplex. ja, okay. Wie oft soll das Ritual machen? Ich nehme jetzt nur das Individualmittel zum Sprühen. Sonst einmal in der Woche. Also bin ich ein bisschen schlamperig, weil ich nicht, von der Zeit her nicht immer das hinkriege. Wie oft? Eine Woche individual, eine Woche Kinder. Bist du Und schon? pro Woche ein Ritual, das reicht. Ja. Ja, okay. Das ist ambitioniert, ja. Also, Sport. ja, genau. Also, ich bin mal gespannt, vielleicht schreibst du auch was in die Gruppe. Ich denke, das Ritual mit dem Kinderkomplex wird dir nochmal wirklich Aufschluss geben, weil du da nochmal in dieses Männliche reingucken kannst und auch das, was der Vater eben energetisch noch bei dir hinterlassen hat. So, atmen. Okay, Elvira. Mach's dir schön mit deinen Mädels. Du hast es verdient. Okay. Ja, die andere Sache ist auch dadurch, dass ich jetzt Alleinverdienerin bin und mir online auch ein Business aufbaue, das läuft auch bis zu C. Und ja, dadurch, dass ich jetzt, ja, ich muss jetzt auch komplett immer umplanen und die Kinder sind ab Mittag zu Hause, da kam mir jetzt auch, ja, war jetzt erst der Gedanke, ja, dass die auch so wie so ein Klotz am Bein sind. Ja. Eigentlich möchte ich vorwärts mit meinem Business rausgehen und da auch frei sein. Aber irgendwie kommt immer was anderes dazwischen. Das will ich nicht nur auf die Kinder schieben, sondern auch so energetische Sachen, die jetzt halt gerade so im Feld sind. Und dass ich da nicht wirklich so
gut vorwärts komme. Aber ich bin auch auf der anderen Seite auch im Vertrauen, dass es einfach auch so einfach so ist, wie es ist und alles gut wird. Es fügt sich. Richte mal das Augenmerk auf dich, weißt du, wenn, dass du dich wieder aufbaust und mit dir gut bist und dann auf dein Business schaust. Belastet dich ja jetzt noch zusätzlich. Ich weiß, wenn natürlich der finanzielle Druck da ist, bau dennoch zuerst dich auf. Carsten nickt mit dem Kopf. Erst das Fundament, dann das Gebäude. Okay, gebe ich mir noch Zeit. Also, das ist so mein Empfinden jetzt gerade hier. Okay, danke schön. Vielen Dank. Gerne, schön, dass du dabei warst und dabei bist. So, ihr Lieben. So, dann lasst uns diesen Abend jetzt hier schließen. Genau, ich habe schon gesagt, wir haben die Gruppe mit dem Erfahrungsaustausch, da muss Mr. Carsten hin. Ach, da bist du. Da könnt ihr weitere Fragen stellen und da wird euch geholfen. Carsten, du wolltest eigentlich noch was zur Taufentsegelung sagen, gell? Wann haben wir da die Termine? Ja. Nur falls es noch jemand interessiert oder gern teilnehmen möchte. Ah Also, ja, wie die das Annabelle auch. hat wieder tolle Flyer erstellt. Genau. 9. August ist der nächste. Es sind noch Plätze frei. Sind immer sehr schnell weg. Also, wer sich angerufen, angesprochen fühlt, irgendwas mit der Kirche lösen zu wollen, zu müssen, zu dürfen, der geht auf unsere Seite und schaut dort unter Seminare, Taufentsiegelung nach und schaut, ob die Teilnehmerstimmen ihn inspirieren, dort teilzunehmen. Hast du schön gesagt. Genau. Ja, dann freue ich mich, egal wo wir uns begegnen, ob es im Chat ist oder hier mal wieder bei einem Themenabend, beim Fragen- und Antworten-Spielchenabend, wie auch immer, beim Hin und Her, Ball hin und her werfen, wollte ich eigentlich sagen. Wir freuen uns sehr und ja, macht's gut, achtet auf euch, nutzt das schöne Wetter, macht auch was Schönes, geht raus und das Schlusswort lasse ich dir, Carsten. Danke, dass du überzogen hast, denn es war so wichtig, dass die Elvira noch mal ein bisschen was ausbreiten konnte, weil jeder, der hier ist, nimmt was mit, auch wenn er selbst nicht mit betroffen ist, aber jeder spürt auch, Teile davon gehen dann mit mir in Resonanz, es macht was mit jedem. Und das ist eben so wunderbar an diesen Abenden, dass jeder, der hier ist, etwas mitnimmt. Und deswegen machen wir das hier. Wir machen das aus Liebe. Ja, das ist eine Zeit, die geschenkt wird und die euch zur Verfügung steht, damit ihr mit diesen Impulsen euch auf den Weg macht, auf den Weg nach Hause. Ich danke dir für die wunderschöne Moderation, wie immer. Ein Genuss, mit dir hier diese Abende zu machen. Und ja, ich kann mich dir nur anschließen. Nutzt die Kanäle, die wir haben, die Austauschgruppen. Da werden Sie geholfen. Ich habe fertig. Schön. Dann, ah ja, genau, Ausblick im nächsten Monat machen wir einen Themenabend. Finde ich schön interessant. Da geht es um den Frieden im Innen und den Frieden im Außen. Das ist das Thema, was wir bei der Volition gemacht haben. Und das möchten wir gern im Themenabend dann im August mit euch beleuchten, besprechen, erfüllen. Und dann mache ich auch wieder eine schöne Übung mit euch. Heute hat es nicht gereicht. Die liegt schon hier. Aber es war wichtiger, dass wir uns austauschen. Und Dann zu bis guter bald. Letzt, unsere Seelenwegbegleiterausbildung beginnt im September. Wer sich da aufgerufen fühlt, liest bitte, was es dort auf sich hat. Und seid eingeladen, euch dort umzuschauen und zu gucken, ist das was für mich? Wenn ja, was? Also schmökert und guckt, ob das was für den einen oder anderen für euch ist. Jetzt habe ich fertig. Bis dann, ihr Lieben. Bis Macht's dann. gut. Gute Nächte. Gute Nacht. Herzlichen Dank. Ciao. Schöne Zeit. Ciao. Tschüss miteinander.